So, jetzt aber, endlich, können wir starten mit der ersten Runde, die live ist. Sprout auf der T-Side, Attacks auf der CT-Side, wir sind erneut. Diesmal Doppelflash, Smoke bei Crystal, Attacks mit einmal Smoke und Kit auf Tizian. Man geht hier erstmal auf einen, ja, vier Mann auf die A-Side, Tizian einer auf B, Sprout auf dem Weg in Richtung Ivy und da stehen hinten Hunden und Stefan bereit. So, die Steps, die hören natürlich auch mal close rum, Hunden muss aufpassen. Na, hinten stände noch Syrson im Main, aber die Überzahl, die ist gewaltig. 5 gegen 2, Syrson auch, er ist raus, es ist Tizian. Und er drückt sie erstmal Dennis mit dem Klick weg. Kommt hinten von der Grundlinie. Er nimmt ihn ab. Und dann sitzt er schon in der USP. Sprout, er geht mit 1 zu 0 Führung auf der T-Side. Dann könnte sie somit auch schon die ersten 3 Runden auf Train sichern. Attacks, die Frage. Kevlar, kein Kevlar. Spart noch ein bisschen Geld oder nicht? Wir sehen Pistolen, Granaten, Kevlar. Wir sehen ein paar Deagles, CZs. Wahrscheinlich fliegen hier gleich 3, 4 Granaten in Richtung Main rein, um hier Sprout erstmal ordentlich anzuhitten. Granaten sind raus, machen extrem viel Schaden an Dennis. Crystal kommt nach, um hier ein bisschen aufzumischen mit der Scout, schaut Richtung Stopper. Hinten um Job ist der erste raus, unten weggenommen, Innocent. Na, muss da aufpassen, da stehen sie schon close zu den Schatten unten von Ezio von der Benson. Ist auch Zender, um hier einen Teamkill zu machen. Tizian kommt nach, 3 gegen 3 und der erste AK für Ajax. Dennis angeschossen hinten. Olaf durch. Schaut Richtung Side. Sieht Onside. Stefan steht hinter Diegel. Schaut Richtung Grundlinie. Richtung MTW. Bombe. Na, immer noch unten im Metro. Und Syrson pusht hinten nach. Doppel-AK bei Tizian und bei Syrson. 2 gegen 3 Unterzahl. Sprout auf dem Weg in Richtung A-Side. Hinten über MTW, über Sandwich. Währenddessen Speedy. Na, erstmal vorreich abaimt, wartet. Natürlich weiß man nicht, wo beide stehen. Jetzt kommt eben Sears von dem kleinen Backstep hinten. Hat kurz gestillt, das ist die Info, die Speedy eigentlich braucht. Schaut nach hinten, sieht Dennis, holt ihn sich. Speedy links close, kann aber instant traden. Und es ist Tizian. Kevlar und die AK, full life. 100 HP, onside. Erstmal haben wir gelegt worden von Crystal, Scout und AK. Ja, stellen sich hier beide relativ defensiv auf. Natürlich wissen sie, dass Tizian 2 Frags ziehen muss und die Bombe defusen. Na, schaut hier akribisch in alle Ecken, in alle Richtungen, versucht hier irgendwie einen 1 gegen 1 rauszubekommen und natürlich hat er kein Kit. Und von daher ist eigentlich an einem Defuse schon gar nicht mehr zu denken. AK, Kevlar durchbringen. Mehr ist nicht drin, zweite Runde erfolgreich für Sprout. Und Tizian bringt seine AK mit Kevlar durch. So, Attacks. Sparrunde. Eine AK mit Kevlar. Um die natürlich jedes jetzt entsprechend gewinnbringend einsetzen zu können. So, eine Deagle an der P250. Tizian mit Hunden auf der B-Side. Speedy mit der ersten Flash in Richtung A. Na, mal ein bisschen rantasten. Schauen, wo die AK steht von Tizian. Dann ist ECFN Onside raus. Dennis wieder mal hin. Jawohl, Entry Frag. Er holt sich 1, 2 Frags auf der A-Side. Tizian immer noch auf B-Hunden. Über den Drop versucht so ein bisschen nachzusetzen. Na, 2 gegen 5. Einmal Kevlar und die AK hinten. Kommt Innocent close mit der MAC-10. Na, schaut in die falsche Richtung. Da ist hier schon erstmal erfolgreich. Hunden angeschossen worden aus dem Main raus. Crystal pusht natürlich nach. Schaut Richtung Ivy. Und dann ist Hunden ganz schnell weg. Es liegt wieder an Tizian. 1 gegen 4. Wir die AK durchzubringen. Und da eben könnte er diesmal etwas schlechtere Chancen haben. Zen. Auf dem Weg Richtung große Rampe. Tizian hinten im CT-Spawn drin. Bombe geht dementsprechend gleich auch hoch. Ja, aber er sollte es schaffen. Jawohl, die AK wird durchgebracht mit in die vierte Runde. Natürlich heißt es 3 zu 0 Sprout. Solider Start in die erste Map, in den Map-Pick von Attacks. Ja, erster AWP in den Händen von Syrson. Dementsprechend gilt es, endlich den ersten Zähler zu holen bei Attack. Syrson, vielleicht ein schneller B-Peak, der hier gemacht wird. Währenddessen Main erstmal von Dennis wieder schnell rausgegangen wird. Ohne Bedrängnis.
Und mit der ersten Flashbang von Main. Molotov hinten nachgeworfen. Ah, da muss Dennis vielleicht mal aufpassen. ECFN ebenfalls schon da. Wir könnten das Ganze so zweit natürlich erfolgreich halten, denn aktuell ist es nur Dennis. Jetzt mit ein bisschen Hilfe von Speedy. Schauen wir langsam Richtung Elektro, Richtung Side. Pre-Fire ein bisschen vor Medien erstmal rausgenommen. Sisson ist weg. Tizian immer noch close mit der AK. Zen kommt close. Tizian ist da zum ersten. Gegen Tristan kommt ebenfalls close. Tizian, er geht zwei auf einmal. Schafft er nicht ganz, wird angeschossen. Wir haben die Überzahl für Sprout, auch wenn Dennis und Crystal beide angeschossen sind. Es ist ECFN im 1 gegen 4. Wird die Granaten hinten in der kleinen Rampe gesehen haben. Innocent aimt da noch ab mit der Bombe in der Hand. Ja, ein ECFN traut sich hier erstmal nicht aus der Smoke raus. Bleibt drin. 50 Sekunden, währenddessen sie zu zweit an der Rampe unten stehen. Smoke fadet jeden Moment. Ja, und sneakt sich jetzt hinten über die kleine Rampe nach oben. Crystal mit der USP muss aufpassen. Ah, gegen die M wieder keine Chance. Die wissen sie jetzt, wo ECFN steht. Könnte auf die AWP gehen. Diese wieder versuchen durchzubringen. Aber Sprout in der 3 gegen 1 Überzahl. Dementsprechend gut aufgestellt. Innocent oben. Speedy im CT-Spawn bereits drin. Geht so ein bisschen auf die Jagd von EC. Natürlich um die AWP rausnehmen. Möglichst nicht, dass dieser durchgebracht werden kann. ECFN nicht im Scope drin. Schaut in die falsche Richtung. Und Speedy hat ihn gesehen. Kommt hier ganz langsam rum. Spadon sitzt. Und die vierte Runde erfolgreich erneut auf dem Konto von Sprout. 4:0. Kein Waffensave für Ajax. Und somit heißt es nochmal Pistol Eco Round. CZ sind Eagle, eine Smoke bei Attacks. Aber mehr ist nicht drin gewesen. Dem Geld geschuldet. VB, Tietz sind etwas offensiver. Hat sich erstmal abgesmoked. Hinten wartet Zen mit der AK. Ja, sie aimen erstmal ab. Die Rampe unten, der Leiter. Steht ebenfalls ECFN close. Sie pushen Main rein. Holen sich Crystal, holen sich Dennis. Unten und Searson. Und auch VB pusht man langsam nach. ECFN Leiter oben. Muss aufpassen. Dusche steht. Heim Speedy erfolgreich ab. Urhle wieder ein 3 gegen 3. Währenddessen jetzt die Rotation Richtung B kommt. Stefan brennt ein bisschen runter. Bombe wird defensiv gelegt. Und wir haben den 3 gegen 3 Retake. Ohne Defuse geht. Stefan mit einer Möglichkeit. Schafft er nicht ganz. Macht mir ein bisschen Schaden gegen Zen. Sisson, Last Man Standing. 29 HP. Kein Kevlar. Immerhin die AWP in der Hand. Und die gilt es erneut wieder durchzubringen. Nee, die nächste Runde zu sichern, um dann wieder mit vollem Equipment, mit der vollen Byron den Versuch starten zu können, Sprout die Runde abzunehmen. Ja, Speedy am T-Spawn. Steht es frei. Searson hat Glück, wird nicht gepusht. ...5:0 für Sprout. Attex. An Attex liegt das jetzt. Die Doppel-AWP wird genommen. Einmal bei Stefan, einmal bei Searson. Währenddessen auch Crystal jetzt mit der ersten AWP, mit der in der Hand rumrennt. Und erstmal den Viermann auf dem B-Aufbau. Wieder unten im Main Dennis, der sich mit ein paar Flashes wieder schnell raussneaken wollte. Flasht er mal rein. Ja, smockt einmal vor Elektro ab, währenddessen vier Mann vor B steht und da muss Tizian aufpassen. Refired mal rein, bekommt ebenfalls ein bisschen Schaden ab. Molotovs fliegen rein, große Rampe pushen sie raus. Tizian hat die Info, muss aufpassen, unten immer noch close. Speedy kommt mit der Pop, vielleicht aber nicht aus der Smoke, aber mitgelegt worden und Tizian traut sich nicht ganz reinzugucken. Bombplay für Tizian in 4 gegen 4. Tizian close und dann ist Innocent da. 3 gegen 3 erneut, währenddessen jetzt Innocent den zweiten macht, unten kann traden. Speedy unten an der kleinen Rampe, schafft es gerade so und es ist Stefan. AWP, Close Distance, hinten steht Zen, hört die Steps, kann ansagen, Stefan, wie gesagt, schießt mal links rein und hinter ihm steht da eigentlich schon eine gute Position. Und auch der Spadon sitzt natürlich 1A, 6:0 für Sprout auf dem Mapic von Attex. So langsam muss man aufpassen, dass man hier das Momentum nicht komplett an Sprout übergibt.
dass man hier auf der City Hall of Train auf der eigentlich etwas stärkeren Seite die Runden noch etwas mehr rausholen kann. Ich aktuell maximal jetzt hier 3 Runden, die man noch in Führung gehen könnte in der ersten Hälfte auf Train. Es gibt erstmal die Überzahl. Innocent ist raus. Ansonsten 4 Arkas, die bei Sprout noch am Leben sind. Eine Leiter unten schon zu zweit. ECF in den Hunden. Auf B hat aktuell T-Zen-Hilfe bekommen von Syrson. Man aimt erstmal rein, wartet ein bisschen. Na, zu viert, mit geballter Power auf die B-Side committen. Tizian oben, close. Ja, die erste Pop-Flash. Na, und kommen sie raus. Syrson ist da. Tizian close distance. Syrson rausgenommen, aber Tizian mit der M4-1. Na, für den zweiten reicht sich mehr ganz. Überzahl weiterhin beständig. Nur Dennis und Zen und die stehen einmal close und am Bomb-Train. Und Dennis hat eine gute Position. Na, Zen kann sich zurückziehen, während Dennis immer noch close steht, weiß, dass im Connector Rinchit Smoke sich nochmal ab. Die kommen aus der Smoke raus, Stefan erfolgreich! Und Esperanza ist nicht von Zen, wir haben die erste Runde, die es erfolgreich für Alternate Attacks gibt. Jetzt heißt es anknüpfen. Anknüpfen an die erste gewonnene Runde, denn Attax hat jetzt in der 7. Runde endlich die 1 draufgeschrieben und dementsprechend ist der Loser-Bonus erstmal weg. Man natürlich investiert wieder komplett rein, um hier maximal vielleicht 2 oder mehr Runden rausholen zu können. Währenddessen Sprout natürlich noch ordentlich Geldreserven auf der Bank hat. Tizian auf B, komplett defensiv, erstmal Molotov rein, Hunden an der Leiter unten schon drin, da muss er aufpassen, dass er hier vielleicht nicht von Speedy, Zen oder Innocent mal kurz reingeschaut wird und nicht rausgenommen wird. Aber erstmal hat Hunden Glück, Molotov. Ja, smockt sich ins Nab, brennt gut runter auf 50. Währenddessen der Rest von Sprout wieder vor der B-Side steht. Und da soll es gleich hingehen. ECFN und Tizian. Beide Vision gegen große Rampe. Unten steht Dennis. Mit einer Popflash geht es raus. Guckt links Richtung, hat die gespottet. Bomb. Beide blind. Dennis, Freedom sitzt nicht. Aber Crystal und Molotov sitzt perfekt. Überzahl für Sprout. Und dann eben der Unterzahl-Retake von Alternate Attacks. Nach unten Stefan. Fallen beide gleichzeitig im Connector. Syrson alleine und der wird hier im 1 gegen 4 mit der AWP einen Teufel tun. Und somit geht's in den Safe. Und erstmal jetzt die Pause. Ja, man, natürlich weiß man jetzt, dass das Ganze ein bisschen tricky ist. Und auch das Geld ist hier dementsprechend weg. Wir haben, na, 1,6, 1,8, 3,6, 3,8. Die Sprout nah dran. Halbzeitführung auf der T-Side wäre natürlich ein Traum auf Train. Und scheinbar hat man sich jetzt entschieden. Man kauft rein mit einer UMP, einer Scout. Dazu Pistolen, Kevlar und ein paar Granaten. Einmal der Fuse geht auf Stefan. Man will versuchen, Sprout auf die Close Distance rauszunehmen. B-Push, Hunden, Close, Tizian ebenfalls. B250 gegen 2, 3 auf einmal. Durch die B-Side sehen sie jetzt, ist instant eingenommen worden. Sprout hat sich da gar nicht geniert. Einfach drauf gegangen. Und jetzt 3 gegen 5 mit einer UMP, Scout und einer CZ.
Er hätte zwar ein Kit, aber wir sehen es schon. Attacks komplett auf dem Rückzug. Hinten Richtung Ivy, Richtung Main. Und es gilt, das Equipment irgendwie durchzubringen. Ja, Speedy nimmt hinten ab. Holt sich jetzt ECFN. Aber Stefan und Sürsson, die beiden dürfen nicht fallen. Ja, die müssen jetzt hier Kevlar, Kit, Granaten, UMP und Scout durchbringen. Somit die 8. Runde für Sprout. Die Halbzeitführung, die ist also sicher. Erstmal die Sparrunde von Attack, wieder ein bisschen Geld auf der Bank suggerieren. Und dann versuchen in der nächsten Fullball Round endlich aus der 1 eine 2 zu machen. Sprout. Na, wieder mit 3 Mann Richtung B. Man scheint hier einen wunden Punkt gefunden zu haben von Attack. Tizian, sie hören die Steps, direkt kommt die 5-Mann-Rotation. Alle 5 Mann auf der B-Side. Molotov rein, Stefan unten mit der UMP zum ersten. Crystal, erster Trade-Kill unten, close. Crystal pusht raus, ist weg. Und das sieht gut aus für Ajax. Nur noch Dennis und Speedy und die sind beide auf der Reise schon geschoben. Bombe schnell auf A legen, in After-Plan-Positions einnehmen. Und dann eben versuchen, auch in der Unterzahl gegen die bereits aufgenommenen Waffen hier Ajax aus der Runde rauszunehmen. Hinten Ivy, Searson versucht's. Ah, mit der Scout nicht ganz getroffen. Ebenfalls über Connector kommt Stefan. ECFN, Stefan 2 gegen 2. Und die Granate kommt ein bisschen zu spät, um Speedy rauszunehmen. 11 HP dann noch, 80 auf Dennis. Wir sind onside schon. ECFN, Stefan, sie haben ein Defuse. Das könnten sie ausspielen. Dennis, Speedy. Ah, sie haben gute Position im Sandbridge und hinten am Elektro. Dennis ist raus, Speedy mit 11 HP alleine, die Bombe gespottet, hört den Scope, schießt mal rein, links, rechts kommen sie. Und dann ist Stefan erfolgreich, Kit in der Hand. Defuse geht aber auch so durch. Und es gibt hier für Ajax die 2. Runde. In der 1. Halbzeit auf Train. Ein bisschen unerwartet auch durch, da man direkt instant mit 5 Mann auf die B-Side gegangen ist, um das Ganze aufzuhalten. Hat funktioniert. Und jetzt eben die Frage, schafft das Ajax diesmal 2 Runden in Folge zu bekommen? Sprout diesmal mit einem etwas anderem Aufbau, Richtung Ivy, Richtung Main, wieder mit 2 Mann Richtung B. Diesmal nicht ganz so offensiv, Innocent. Na, piekt da mal rein, hinten steht Tizian mit der M4, sofern sie unten die Infos bekommen. Sie ist so Nazi, Tizian piekt instant rein. Sauberes Teamplay von Ajax. Und der erste Vorteil, der erste Frag geht auf ihr Konto. Und das ist die Möglichkeit. Natürlich jetzt auch hier endlich die 2. Runde in Folge zu holen, also auf insgesamt 3 Zähler hochzugehen. Hinten Ivy muss Stefan aufpassen, prefired mal, wartet drauf, dass Speedy rumkommt, er schaut mich, Doppelkill Stefan und es ist Dennis. Dennis alleine meint gegen 4, Onside steht. Ah, ECFN pusht da jetzt ein bisschen rein, währenddessen Ivy noch von Stefan gedeckt ist, Elektro schon Tizian close. Irgendwo muss er ja stehen, Dennis, und der natürlich muss in alle Richtungen gleichzeitig kommen. Das schafft er nicht, von daher müsste er von 2, 3 Seiten überall hinschauen, holt den ersten Mann raus. Dennis, close, mit der Popflash. Hinter ihm steht Tizian, und der kommt schneller, als die Flash aufpoppt. 3. Runde at 6, man schafft zum ersten Mal in Folge, 2 Runden zu holen. Und daran kann man anknüpfen. Sprout wieder mit 2 Mann Richtung B. Dennis wollte da Main wieder schnell rausgehen, hat erstmal das Ganze ein bisschen defensiver angespielt. Wir haben hier die 2 AWPs bei Alternate Attacks. Stefan und Searson. Na, Searson aktuell alleine vor der B-Side. Wartet erstmal entweder die kleine Rampe ab. Etwas offensiver. Währenddessen sich Sprout vom Main erstmal nicht wirklich zeigt. Hunden mit einer Popflash. Ah, müsste, könnte Speeder sehen. Popflash da mal rein. Schießt unten. Na, pusht die ECFN leider vergeblich. Unten Popper kommen sie raus. DC am Spaydown sitzt nicht ganz. Schafft nur einen. Stefan muss traden. Tut er auch. 2 gegen 2 gedoppelt piekt und dann ist auch er weg. Das ist Searson. Eins gegen zwei.
Unterzahl. Na, brennt hier ein bisschen an auf 70. Währenddessen Dennis und Sam sich noch nicht ganz entschieden haben, wo es hingehen soll. Aimt die Leiter ab. Dusche oben. Vielleicht ist die Brambier gespottet worden von Searson, aber der... Na, bleibt hier erst beim Connector stehen. Schaut Richtung B, mal Richtung A. 38 Sekunden. Und der hat den richtigen Riecher. Oh, der schaut da perfekt rein. Flashbang kommt, trifft daneben. Ah, ja, ja, den Shot nicht getroffen. Den zweiten, der sitzt nicht. Molotov kommt Richtung Baumplant. Na, ah, bist du richtig ganz aufgegangen. Man schafft das erstmal weg. Dennis brennt nicht runter. Und dann kommen die hohen Popflakes. Und die natürlich sitzen 1A. Searson. Close an der Smoke. Beide stehen sie close an der Smoke-Kante. Searson den ersten Mann raus. Dennis close. Searson! Und der Doppelkill. Der 1 gegen 2 Klatsch. Und der vierten Runde für Attex. Das war mal ein schneller zweiter Shot, den Searson da rausgehauen hat. Und jetzt gibt's erstmal die Pause von Sprout. Natürlich hat man Geld. 8000 auf Innocent, der kann mal liegen für Crystal. Der Rest mit 4, 5, 7. Auch hier voll in der Lage zu kaufen. Nur die Frage ist, der Anfang. Der hat funktioniert, aber jetzt na, haben wir jetzt hier 3 Runden in Folge für Attex. Um das immer möglich vermeiden, dass man hier noch mehr Runden einbüßt auf dieser bislang schon doch sehr, sehr starken T-Side auf Train. Es gibt die AWP für Crystal. Der Rest begnügt sich mit den AKs. Stelle Molotovs und Dennis. Rutscht wieder raus unten. Na, schaut Richtung Sandwich. Der Rest begnügt sich erstmal mit dem langsamen Ranpirschen an die B-Side. Und unten Tizian. Hat's abgesmoked. Geht etwas defensiver zurück Richtung Bomb-Trade. Stelle Molotov Richtung große Rampe. Währenddessen unten auf dem Zug drauf. Und Dennis ist da. Instant Trade von Searson. ECFN. Na, close. Man hat die Info, dass auf B bereits 2-3 Mann drauf sind. Tizian, close distance. Lässt Innocent erstmal durchfliegen, aber links. Ah, Zen steht gut, Überzahl. Und auch Crystal holt sich hier blitzschnell ECFM aus dem Connector raus. Stefan und Searson. Und wir sehen's schon. Attex etwas auf den Rückzug. Wieder versuchen, die beiden Waffen durchzubringen. Searson, ah, wusste das hinten vor Elektroner stand. Da zieht sich Speedy erstmal Richtung T-Spawn zurück. Vielleicht geht man ja noch 4 Jahre. Vielleicht versucht man die M4 und die AWP rauszunehmen. Aber man weiß, Searson mit dem Op, der ist nicht allzu schlecht. Könnte durchaus auch teuer werden für das eigene Team. Vielleicht jetzt Zen hinten am Ivy. Jawohl, Crystal holt sich Stefan. Die AWP lebt noch. Und dann kommt Searson. Close on der Smoke. Na, Flashbang ist gut. Und das ist unglücklich. Kein Waffensafe. Und erneut gibt's die Pause. Diesmal allerdings gecallt von Attex. 9. Runde für Sprout. Wenn sie hier mit 11-4 in die Hälfte gehen, dann haben sie einen verdammt guten Halbzeitstand. Um in der zweiten Hälfte vielleicht den Sack relativ schnell zuzumachen. Oh, die Frage. Wir sehen Hunden, UMP, Kevlar, Granaten. Stefan, Searson hätten 5.000, 6.000. Auch die kaufen beide komplett rein. Wir haben erneut die Doppel-AWP. Man will es versuchen, mit ein bisschen Risiko behaftet hier die Runde vielleicht auch in Zone, vielleicht mit einem 9:6 relativ glimpflich aus der ersten Hälfte rauszugehen. Dennis wieder schnell raus. Ja, Chris lernt mit der AWP im Connector stehen sie hinten. Searson unten. Searson weiß, kann nicht wirklich reinpieken. Im Main könnte ein bisschen das Timing etwas schlechter haben. Trifft den ersten Shot nicht. Überzahl für Sprout. Jetzt pickt er nach. Crystal ist da hinten im MTW-Shit unten. ECFN, Tizian verschieben in Richtung Connector. Dennis kommt close. Brief an die Ecke rein. Wunderbar. 5 gegen 2. Und da man eben voll reingekauft hat bei Attex, nimmt man alles mit, was man kriegen kann. K1
Kevlar, Pistol, UMP. Nächste Runde gibt's nicht wirklich viel Geld auf die Kante. Dennis. Da hinten an der Grundlinie schon. Natürlich aimen sie über einen Erb. Versuchen so ein bisschen das Ganze abzuaimen. Vielleicht mit ein bisschen Glück noch 1-2 Spiele rausnehmen zu können. Tizia muss aufpassen. UMP gegen AK. Dennis kommt nochmal close, den aber zuerst. Jawohl, Headshot sitzt. Sie könnten einmal upgraden. Und dann hört EZ von EZ zum Connector. Hört er close von Speedy. Speedy wartet, währenddessen hinten jetzt Innocent nachschiebt mit der AK. Kommt. Na, aber ein bisschen zu spät. Auch oben schafft's Crystal nicht mehr. Attax bringt eine AK, eine UMP durch. Das letzte bisschen, was man zusammenkratzen konnte, gibt's jetzt hier in der letzten Runde der ersten Halbzeit. Crystal piekt unten am Leiterraum raus. Muss aufpassen. Hunden am blauen Zug. Ja, holt sich jetzt Stefan. Hunden will traden. Main steht. Netter Edge von Dennis. Und das sieht gut aus für Sprout. 5 in der Überzahl. Bislang nur Crystal angeschossen worden. Smokes, Molotovs, Hagel nochmal Richtung. Auch die Flashes sind gut. Grundlinie hinten steht Searson mit der Scout. Holt sich einmal Dennis ab. Immer noch close. Na, Innocent am Elektro und dann fällt auch Tizian. Und wir haben unsere 11:4 Halbzeit. Sprout mit einer extrem starken Performance auf Train of the T-Side. Und jetzt eben gilt es für Attax, möglichst die Pistol-Runde der zweiten Hälfte zu gewinnen und dann ebenfalls viele, viele Runden am Stück zu holen. Los geht's mit der zweiten Halbzeit. Molotov und Smoke bei Hunden. Sprout mit Kid Smoke bei Crystal. Geht schnell Richtung B. Oh, die Info, die hat Speedy. Rotation kommt ins und hinten am Zug. Speedy holt sich erstmal Tizian ab. Fuß nochmal weiter. Man weiß, ECFN ist close. Ja, es reicht nur für einen bisher. Rotation wird einfach abgekappt durch die Smokes Mord auf dem Connector. Innocent hinten. Klaus über den CT Spawn. Und da steht ECFN. Aber der kriegt ins in den Kopf. Wir haben 3 gegen 3. Mit immer noch dem Defuse geht auf Crystal. Und dann wird er gedoppelt hier. Crystal und Zen. 2 gegen 3 Unterzahl. Bombe tickt und tickt. Und Crystal. Ja, muss aufpassen. Hunden steht hinten close im Rücken zu ihm. Crystal kommt langsam nach. 10 zum Leine. Gegen 2 schafft er nicht ganz. Crystal muss nachpushen. Connect und den zweiten Mann raus. Und es ist Searson. Crystal smogt ihn ab. Schaut in die Smoke rein. Den umgespottet. Refused einmal an. Searson ist da. Headshot sitzt. 5. Runde für Attax. Der Versuch war da, in der Smoke zu defusen. Aber zum Glück stand Searson perfekt. Er ist eben die Möglichkeit, hier Runden schnell wieder gut zu machen. Pistolen-Kevlar bei Sprout. Eine Scout auf Speedy. Erstmal gibt es ein paar Flashes in Richtung A-Side. Jetzt geht's Richtung B. Und da hier wieder Speedy mit der Scout hinten. An der Kabeltrommel. Schaut nochmal rum. Trifft jetzt zum ersten Mal ECFN. Zieht sich zurück. Man will zusammen diesen Retake meistern. Zen von hinten von der kleinen Rampe muss aufpassen. Selbst gehört worden. Ah, für 2 reicht es ganz knapp nicht. Unten close. Die Deagle Headshots gehen erstmal ein bisschen auf bei Innocent. Er und Speedy. 2 gegen 3. Und 2 Stück sind angeschossen. Und das ist eine Möglichkeit. Speedy, jawohl. Ebenfalls der erste Frag mit der Scout. Onside steht Tizian mit Full Life. Searson oben an der kleinen Rampe. Molotov faust ihn zurück. Tizian rausgenommen. Das ist die Chance für Sprout. Einfach defusen. Eine Bullet gegen Searson. Und er ist weg. Nur Speedy muss hier das Ganze abgabern. Schaut Richtung der Haut in sich. Und das war's. Defuse geht durch. 12. Runde für Sprout. Attax schafft das erstmal nicht, die ersten Runden der zweiten Hälfte für sich zu beanspruchen.
Ajax geht trotzdem durch den Bombplant in den Force bei. AK, UMP, Pistolen und Granaten. Möglichst früh noch Sprout wieder so ein bisschen unterbinden, aber die haben aktuell jetzt 5 Rifles in der Hand. Und wieder geht's hier so ein bisschen auf den B-Train. Alle 5 Mann in Richtung B und diesmal Speedy mit der Scout. Ja, Zen steht close. Kommt schnell zum Verschieben, sofern die Info hier an Speedy geht. Sieht die ersten Granaten. Ah, alles sagelt raus. Molotov gegen Default Plan fliegt. Ja, ein bisschen zu weit. Bomb bringt erstmal durch. Zen macht 2, dann ist Headstraight Geld da von Searson. Überzahl für Sprout. 4-3. Thiessen hängt hinten ab, unten. Und Searson in der Smoke mit der AK. Oh, einfach durch Searson. 3 Mann. Und es ist Crystal. 1-2. Searson macht sie alle. Das Ace perfektioniert. Die AK geht komplett auf. 6. Runde Attex. Erstmal mit der Pistol-Kevlar-Runde bei Sprout. Na, Ivy einfach durchsneaken, durchgehen. Jawohl, erster Entry sitzt. Ah, das sieht gut aus. Ganz einfach. Sind alleine. Jawohl. 7. Runde Attacks. Jetzt haben sie die Chance, hier Runden gut zu machen. Pistol Echo bei Sprout. Und Vito 50 gibt's bei Zen. Dennis mit einer Deagle. Ah, Attacks wieder auf dem etwas schnelleren Bego. Da oben bereit, kleine große Rampe rausgehen, einfach durch, hinten warten Zen und Speedy, USB, P250, Close Distance, noch nicht gespottet in Sprint 10. Ja, bislang gehen sie erstmal nur aufs Clearen der Bombsite. Zen alleine, Bombe nicht gelegt worden, im Connector Crystal. Immer noch Onside. 1-5 Unterzahl, 3 Mann kommen rum, nee, das reicht nicht. Attex verkürzt auf erstmals 4 Zähler Abstand. Und Sprout hat jetzt die Möglichkeit in der ersten Full-Barrel in der zweiten Halbzeit. Den Rifles, Granaten, Kevlar und im Diffuse-Kit das Ganze wieder so ein bisschen in ihre Richtung zu drehen. Wir sehen ECFM mit einer MAC-10 in der Hand. Ja, könnte vielleicht ein kleiner Nachteil sein. Erstmal geht's hier auf die defensiven Granaten. Stefan jetzt muss traden im IV-Innocent. Schafft das zum ersten Flashbang, ist gut, aber komplett blind. Stefan! Ah, Crystal will's ebenfalls haben, aber Stefan ist einfach zu strong. Und es gibt erneut die Überzahl. Die 4-3 Überzahl für Ajax. Zen, close unten in Main, hat den Scope von Searson gehört. Der aimt da immer noch akribisch rein. Währenddessen an der Leiter Tizian ECFN bereitstehen, um hier vielleicht zusammen Richtung der A-Side zu gehen. Das ist abgebrochen. Man geht mit Zahn über Dusche. Wir wieder in Richtung B gehen. Und da eben stehen aktuell immer noch der Rest von Sprouts, Dennis und Speedy. Ah, ECFN geht jetzt ein bisschen auf den Weg. Jawohl, Zen ist da. Aber auf B warten sie. Dennis muss aufpassen. Molotov fällt sie erstmal so ein bisschen in den Schacht. Zen kommt geschoben. Speedy. Auch nochmal den Molotov reingeworfen. Dennis unten defensiv am Bombtrain wartet auf die Info, auf die Spiel, die ihr sehen kann. 40 Sekunden. Rotation wieder Richtung A-Side. Attex hat noch Zeit, um zu verschieben. Und genau das tun sie jetzt auch. Leise Richtung Leiter runter. Jetzt Richtung Side rausgehen zusammen. Möglichst Zen schnell rausnehmen. Er sieht von hinten. Kommt. Headshot fliegt, aber der Kill sitzt nicht ganz. Und alles liegt an Dennis und an Speedy. 2-3 Rechecks. Die haben aktuell ein Diffuse-Kit, eine Smoke, eine Flash auf Dennis.
teilen sich so ein bisschen auf Richtung Grundlinie, Richtung Connector. Molotov liegt noch. Speedy muss warten, Dennis muss warten. Und jetzt sieht man auch, man bekommt erstmal keinen Entry mehr im Retake. Und somit geht's defensiv. Waffen durchbringen. Gehen sie langsam. So langsam wird's ein bisschen tricky für Sprout. Und Attacks hat es erstmal geschafft, 4 Runden in Folge zu holen. Insgesamt 5 von 6 Runden in der zweiten Hälfte. Und das Momentum darf man nicht wirklich größer werden lassen, aus der Sicht von Sprout. Weiterhin eine Orb auf Sirso und der Rest mit Arcas bei Attacks. Teilt sich wieder auf Richtung B, Richtung Ivy. Na, hinten Dennis, Innocent close, denn der Deagle und der M4 wollen sich hochboosten. Dennis obendrauf. Guckt hier über die Smoke. Hört den Scope von Searson. Dennis! Jawohl, wir den ersten Frag haben. Nächste geht zurück. Flashbang rein. Innocent wartet noch. Dennis ist als Backup da. Sofern hier noch mehr rumkommt, dann mal hier die Überzahl. Die ist erstmal safe für Sprout. Grisse smoked Ivy einmal ab. Währenddessen sich Tizian langsam in Richtung B-Side vorarbeitet. Sie brauchen jetzt irgendeinen Plan-Attacks. Sie haben 60 Sekunden auf der Uhr. Sie haben die 4 AKs. Immer noch ein paar Smokes, Molotovs, Flashes, eine Nate. Man will sich hier aufbauen für die A-Side. Überleiter, Main und die erste Smoke, die ist raus. Flash hinterher. Crystal muss aufpassen, hat die Info. Ja, USB Close Distance, oben drauf auf der Leiter, kommt jetzt von oben, aber da passt ECFN wunderbar auf. 4 gegen 4 mit dem kleinen Vorteil für Attacks. Und ECFN, der will mehr haben. Flashbang trifft ihn ebenfalls komplett. Speedy gegen Elektro, die erste Info bekommen, wo sie stehen. Unten aimt den Bombplant ab. Ja, erfolgreich, 15 HP. Dennis und Innocent. Dann sollte Innocent jetzt hier mit der Orb keinen Entry mehr bekommen, dann wäre es wieder dem Durchgang safe. Aber somit hat man an 2 jeder eine Möglichkeit, auch wenn kein Kit vorhanden ist. Wir brauchen noch 3 Frags. Innocent, Close Distance, gescoped. Na, Bomb Train hier die Füße gespottet worden. Dennis sollte ECFN, na, Stefan rausnehmen. ECFN ebenfalls close am Bomb Train. Guckt Richtung Ivy, angeschossen, LVB, die Deagle regelt. Und es ist Tizian, aber die Defuse. An Defuse ist erstmal nicht mehr zu rechnen, die Bombe tickt und tickt, sie haben kein Kit und von daher geht's erneut dann doch in den Safe von M4 und AWP. Bringt man durch. Na, Tizian, vielleicht schafft das noch hinten Innocent zu sehen. Nein, steht defensiv hinter der Kante. 10. Runde Attacks, auch hier ist man erstmal zweistellig. In Richtung B-Side. Muss man aufpassen. Sprout in der Full-By-Round. Mit der Orb of Crystal, der Rest mit M4s, Granaten, diesmal 2 Defuse-Kits in der Hand. Ja, auf B warten Speedy und Crystal. Kleine, große Rampe abgehängt. Molotov in der Hand, Granaten kommen raus, Molotov ist raus, Crystal muss aushelfen. Schaut, holt sich Stefan. Na, 2. Frag für Chris, den Ritman auch noch haben. Holt er sich, jawohl. Chris macht extrem viel Schaden gegen Atex. Searson oben an der kleinen Rampe. Tizian onside. Erstmal den Molotov abgesmoked. Flasht überall nochmal raus. Links, rechts. Um den Recheck sich maximal zu verzögern. Von der Seite kommt er. Tizian muss aber aufpassen. Hinten, da steht Crystal bereit. 4 Frags für Crystal. Und Searson der Letzte. Dennis in der Smoke drin. Wartet, kommt raus. Oh, unglücklich. Der Switch aufs Messer. Sprout. Wieder mit 3 Zählern vorne.
wenn sie jetzt die Runde holen. Hat Ajax immer noch ein bisschen Geld auf Stefan Tizian. Aber beim Rest wird es schon deutlich knapper. Diesmal wieder aufgeteilter Aufbau. Vor B stehen sie zur zweiten Mal wie Crystal mit der Orb und Speedy. Ja, offensiv mit der M4 droppt runter, holt sich Tizian, weiß, dass er mehr stehen könnte. ECFN, close, Hatch gegen Sirius und fliegt ECFN durch rein, schießt in die Smoke, die Shots nicht ganz. Attax braucht eine Lösung. Fast zu zweit in der Unterzahl. Dennis offensiv, oben große Rampe. Ah, zieht sich jetzt zurück. 60 Sekunden haben sie noch, Attax. Und Zen unten eine Leiter. Molotovs kommen rein, unten Rampe raus. Dennis, close distance. Dennis wartet. Unten muss rausgehen. Squid und sitzt. Und das ist ein 2 gegen 2. Denn Sürster mit der AWP hat hier noch ein paar Frags gezogen. Crystal und Innocent. Sie haben noch ein Molotov, zwei Flashes. Ja, unten will versuchen, 1 gegen 2. Die Fuse ist einmal kurz angefaked worden. Piekt gleich nochmal rein. Unglücklich. Sehr, sehr unglücklich. Trotzdem gibt's die 14. für Sprout. Und Attax. Durch den Baumplant. Durch wieder mit der AWP auf Sirson, der Rest mit Arkas. Aber nächste Runde wird's tricky, denn jetzt, ja, ist das Geld fast komplett weg. Man toppt jetzt runter. Main wird gepusht. Muss man aufpassen. Zen holt sich zwei. Muss erstmal reloaden. Flashbang kommt rein. Hinten. Sürster mit der AWP. Überzahl Attax. Onside steht Crystal. Am alten Bomb Train. Speedy aus dem Job heraus. 2 gegen 2. Alles offen. Es kann alles passieren. Sürster weiß. Dropperstand. Tizian weiß. Grundlinie. Irgendwo muss Crystal sein. Crystal. Ah, schaut Richtung Ivy. Speedy zieht sich zurück in Richtung B-Side. Erstmal langsam angehen. Sirson aimt ebenfalls noch hinten Richtung T-Spawn ab, währenddessen Tizian weiterhin unten defensiv in der Leiter auf der A-Side steht. Ja, und jetzt langsam geht man auch hier den alten Baumtrain ausschließen, Grundlinie checken. Ah, Crystal darf jetzt hier keinen falschen Schritt machen. Er aimt richtig. Na, schaut jetzt Richtung Side. Dürfte ihn gleich crossen, der Bomber. Den Searson. Und dann kommt eben Tizian. Die Waffe hat er gesehen. Das Rohr von Crystal sieht er. Kommt close. Aber Crystal! Oh, die Reaktion ist on point. Das ist Searson. 15 Sekunden, Bombplay muss durchgehen, im Connector, da kommt schon Speedy und der natürlich hat die perfekte Position, holt ihn sich! Und das ist die 15 für Sprout! Fünf Map Points für Sprout! Attax! Sie brauchen jetzt 5 Runden in Folge. Sie haben noch mal ein bisschen Geld, eben durch den Bombplant. Aber wir sehen's. Kevlar, Helme und dazu 3 Galils. Wieder 5 Mann vor B. Na, Speedy wartet unten. Oben steht Crystal mit der Orb. Hört den Step. Weiß, dass er noch ist. Aber unten hört den Scope, währenddessen sich... Ah, Speedy etwas näher an die Smoke begibt. Kommt! Oh, Speedy! Holt hier 3 auf einmal. Es ist Searson mit der Off. Close Distance. Keine Chance. 16-10. Sprout geht auf DE-Train in Führung.